Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Der Börseninvestor mit und von Ulrich Müller und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, der Mai ist durch und wir wagen wieder einen kleinen Ausblick. Was haben die Märkte im Mai gemacht? Was ist gut gelaufen? Wo stehen wir aktuell? Stimmt der Spruch Sell in May and go away? Und wie geht eigentlich der Juni jetzt weiter? Ja, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und wir werden uns die Märkte anschauen und auch noch gleich einen kleinen Ausblick wagen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gleich starten und richtig Gas geben. Ja, herzlich willkommen zum Podcast und wir legen los mit den Märkten. Über den Marktbericht wollen darüber sprechen, was denn an den Märkten im Mai passiert ist, wie sich die Märkte im Laufe des Jahres entwickelt haben. Wir haben ja mal so ein kleines Tool mit dabei, wo wir euch einfach mal einen Rückblick geben. Wie ist der Dow gelaufen? Wie ist die Nasdaq gelaufen? Wie ist der S&P 500 gelaufen? Was ist mit dem DAX passiert? Was hat das Öl gemacht? Was ist Euro- und Dollar-Thematik? Was ist der Bereich Gold und Silber? Last but not least natürlich auch der Bitcoin und nicht fehlen darf der UM Strategy Fund. Ja, wenn wir uns die Märkte angucken, dann wollen wir uns erstmal die Zahlen, Daten, Fakten anschauen. Aber ich kann euch schon wieder sagen, es gibt wieder ganz klare Besonderheiten am Markt, die sich sogar in Teilen noch weiter ausgebaut haben. Und es gilt darum, einfach die Märkte genau zu beobachten, zu überlegen, was tue ich jetzt noch? Denn es bilden sich schon wieder so langsam die ersten kleinen Blasen am Börsenhimmel. Da werde ich euch gleich noch sagen, welche Blasen das sind und wo wir vielleicht ein bisschen Obacht haben müssen. Und wenn wir uns die Märkte mal anschauen, dann können wir festhalten, der Dow Jones hat in diesem Monat satte 3,1% verloren, ist bei rund 34.100 eingestiegen und ist jetzt bei 33.052. Er hat also knapp an die 1.000 Punkte verloren und damit 3,1% verloren. Schauen wir uns den Bruder an, nämlich die Nasdaq, dann ist das ja ein Bereich und ein Indiz, der sehr technikaffin und techniklastig ist. Da sehen wir das krasse Gegenteil. Während der Dow Jones 3,1% verloren hat, hat die Nasdaq von 13.245 auf 14.354 sogar mehr als 1.000 Punkte zugelegt und damit satte 8,4% plus hingelegt. Der S&P 500 ist von 4.169 auf rund 4.200 gestiegen, damit knapp bei 0,9% im Plus. Und wenn wir den DAX nehmen, dann hat er sich im Prinzip nicht verändert von 15.922 auf 15.908. Das sind alles Zahlen jetzt zum 31. Wir befinden uns immer noch am 31. Das heißt, die Märkte können sich heute noch ein bisschen entwickeln. Aber wenn wir das Ganze festhalten, dann stellen wir fest, dass die Märkte eher ein Nullsummenspiel betrieben haben. Der Dow Jones, nämlich die Old Economy, satte 3% ins Minus gelaufen ist, während der Nasdaq, nämlich die New Economy, das Thema Tech, KI und AI, deutlich nach oben geschossen ist und mit 8,4% im Plus ist. Ja, das Öl mit 76,78 auf 69,46, auch hier mit satten 9,5% im Minus. Euro-Dollar von 1,10 auf 1,07 ist sozusagen für uns Europäer ein bisschen besser geworden. Wer da im Dollar unterwegs war, hat dort ein bisschen Geld verdient, aber die Währung hat per se um minus 2,7% sich entwickelt. Ja, auch Gold und Silber für mich sehr, sehr interessant. Gold von 1.990 auf 1.959 mit minus 1,5% und das Silber hat es noch viel deutlicher erwischt. Wir waren bei 25,05, sind jetzt noch bei 23,17. Das heißt, ein sattes Minus von 7,5%. Ja, der Bitcoin hat auch leicht verloren, hat bei 29.347 gestartet. Jetzt am Ende bei 27.772 und damit auch ein Minus von 5,4%. Und wir können auf jeden Fall festhalten, der Bitcoin schafft im Moment die 30.000 nicht. Ist da relativ schwungvoll rangelaufen, aber nicht so richtig durchgegangen. Und jetzt haben wir uns wieder
ein Stück weit davon entfernt. Ja, last but not least, der UM Strategy Fund, der ist von 88,30 auf knapp 90 gestiegen, hat rund 2% gewonnen. Und ich denke, wenn man das im Verhältnis nimmt zum Dow Jones minus 3,1 oder auch zum S&P bei 0,8 oder der DAX minus 0,1, sind die knapp 2% auf jeden Fall sehr, sehr positiv zu sehen. Ja, ich habe eben schon gesagt, wir sehen ein doch durchwachsenes Bild und dieses durchwachsene Bild, dem können wir mal ein bisschen auf den Grund gehen. Wir sehen auf der einen Seite einen Dow Jones, der im letzten Monat über 3% verloren hat. Da sei natürlich erwähnt auch die großen Unternehmen der Old Economy, ob das eine Coca-Cola ist, ob das eine Pepsi ist, eine Procter & Gamble, eine Colgate Palmolive, alles Unternehmen, die gerade im Moment eher ein Stück weit verloren haben. Wenn wir eine Colgate nehmen, zum Beispiel von rund $82 auf 74, ja doch schon ein deutlicher Verfall. Auch eine Coca-Cola zum Beispiel von rund 65 knapp auf jetzt nur noch 59,50. Das sind zwar vermeintlich nur $6, aber das sind schon mal 10%. Und eine Coca-Cola, die 10% abgibt, ist dann doch schon eine ganze Menge. Ja, es bleibt auch dabei, dass zum Beispiel Pepsi das gleiche Schicksal ereignet hat, von knapp an die 200 auf ca. 182, auch das ca. 10% Rückschritt. Und wir können auch noch eine weitere Branche nehmen. Das ist das Thema der Healthcare-Werte, der Medizinwerte. Auch da sehen wir noch keine wirkliche Erholung. Es wurde so ein bisschen angetäuscht von dem ein oder anderen Unternehmen, aber am Ende hat der Run nach oben noch nicht funktioniert. Wir werden auch die ein oder andere Aktie gleich nochmal als Idee mit reingeben. Natürlich weißt du immer, das ist keine Kaufempfehlung, sondern es ist einfach nur eine grundsätzliche Idee, mal darüber nachzudenken, was interessant sein könnte. Da haben wir die eine oder andere Aktie mit für dich, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass die dann in der nächsten Zeit auch ganz gut läuft. Aber wie gesagt, es ist natürlich niemals eine Kaufempfehlung, es sind einfach nur mal Ideen. Also wenn wir festhalten, ist die Old Economy eher ein Stück zurückgekommen. In der Regel zwischen 8% und 12% die Unternehmen. Wenn wir uns den Medizinbereich angucken, sind die Unternehmen auch eher noch weiter zurückgekommen, bilden gerade langsam so einen kleinen Boden auch aus, zum Beispiel eine Amgen von über 290, jetzt eher bei rund $220, hat doch eine ganze Menge abgegeben. Wenn wir aber die andere Seite der Medaille anschauen, und dann wird es interessant, ist das, was ich eben schon kurz erwähnt habe, dann ist das die Nasdaq mit ihren 8,4% plus. Und wenn wir das auf Jahressicht uns mal angucken, dann hat die Nasdaq sogar über 31% gewonnen. Auf Jahressicht der Dow Jones unverändert, sogar mit einem leichten Minus. Die Nasdaq plus 31, der S&P bei rund plus 8, der DAX bei rund 14, der UM Strategy Fund übrigens bei rund 15-16%. Das heißt, wir haben alle großen Indizes geschlagen, außer die Nasdaq. Wobei man dazu natürlich auch sagen muss, wenn wir das mal seit dem Start nehmen, dann hat der UM Strategy Fund auch die Nasdaq deutlich outperformed. Warum? Weil die natürlich im letzten Jahr einfach auch massig an Wert verloren hat. Die Nasdaq möchte ich mich aber auch mit euch noch einmal ganz bewusst angucken, denn ich glaube, es gibt hier spannende Themen, die man beachten darf. Wenn wir uns den Aufschwung an der Nasdaq angucken, dann wird er nämlich nur über ein paar ganz wenige Unternehmen getragen. Darüber habe ich schon mal hingewiesen, auch vor 4 Wochen, vor 8 Wochen in meinem Podcast. Aber diese Art des Weitergehens ist extremer geworden denn je. Wenn wir zum Beispiel eine Aktie nehmen von Nvidia, dann hat die jetzt in relativ kurzer Zeit mal flockig 50% zugelegt. Und Nvidia hat jetzt sogar auch die 1 Billion als Bewertung geschafft. Eine Aktie wie Nvidia war vor kurzem, da reden wir über Oktober, November, noch bei 110. Und mittlerweile steht die bei $400. Das heißt, da kann man eben einfach sehen, die hat sich fast vervierfacht. Und das innerhalb von nur 6-7 Monaten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist übrigens, je nach wie man das guckt, nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten. Aber wir reden mal locker über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100 bis 200. Auch eine Microsoft, eine Meta zum Beispiel, sind Unternehmen, die deutlich, deutlich, deutlich gelaufen sind. Und das ist auch das Problem, was wir im Ganzen haben. Denn die Bewertung in der Nasdaq, wenn man sich das mal anguckt, dann hat eine Microsoft und Apple
zusammen eine Bewertung von satten 25%. Wenn wir die Top 6 Unternehmen nehmen, dann reden wir sogar über 50%. Und das ist eine wichtige Erkenntnis für mich, denn letztendlich muss man sagen, der Markt wird nicht durch die Breite getragen. Man sagt so schön, wenn die Ebbe kommt, dann werden alle Schiffe im Hafen hochgehoben. Das ist im Moment absolut nicht der Fall. Wir sehen eine Schwäche in der Old Economy, wir sehen eine Schwäche bei den Medizinwerten, wir sehen eine extreme Stärke, und ich sprach schon vorhin von Blase im Bereich, was Tech angeht, Klammer auf, vor allem der Bereich, wo wir über KI und AI reden. KI ist das Thema künstliche Intelligenz, das ist ein großer, großer Punkt. Und wenn du mich nach meiner persönlichen Einschätzung fragst, verweise ich wieder auf meinen letzten Podcast, den ich rausgebracht habe vor ein, zwei Tagen. Da war das ganze Thema dann der Punkt KI. Ist das ein Fluch oder ist das ein Segen? Oder wie ist das Ganze zu sehen, wenn man das makroökonomisch und auf der Welt sieht, wenn man die technische Fortschrittsseite sieht, dann ist das sicherlich sehr, sehr spannend. Aber ich vergleiche das ein bisschen mit dem Internet. Das haben wir seit Mitte der 90er gehabt. Und wer schon etwas älter ist, der möge sich die Charts nochmal angucken, wie die Börse um die Jahre 99, 2000, 2001 gerannt ist, als wenn es keinen Morgen gab. Das war eine sogenannte Fahnenstange, und diese Fahnenstange haben wir jetzt faktisch bei diesen Unternehmen auch wieder. Und im Prinzip haben sie eine Bewertung gehabt, denn man hat das Internet als neue Idee erkannt. Man hat das Internet für die Zukunft erkannt, und ja, das ist auch richtig, aber das Internet hat eben viele Jahre länger gebraucht, um damit Geld zu verdienen, als die meisten Investoren geglaubt haben. Ich persönlich glaube, dass sich die Geschichte wiederholt, denn KI hat das gleiche Thema. KI ist auf der einen Seite sehr, sehr interessant. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, wann wird damit Geld verdient und wie schnell wird damit Geld verdient. Dass damit grundsätzlich Geld verdient wird, ist, glaube ich, sehr, sehr klar. Die Frage ist aber, wie weit laufen die Bewertungen schon vorweg und wie weit muss dieser Wert, die Werthaltigkeit über Gewinne und Umsätze, dann dem Ganzen erstmal nachkommen. Übrigens gibt es nebenbei auch die ersten Pressemitteilungen, die ersten Aussagen auch von einem Warren Buffett, von einem Charlie Munger, die sogar über die künstliche Intelligenz herziehen, davor warnen, dass es da auch Nachteile gibt, die man eben ganz klar bedenken sollte. Man redet über Reglementierung und so weiter. Das heißt, auch da wird es nochmal interessant für mich als Investor zu sehen. KI ist deutlich gerannt. Jetzt kriegt KI gerade ein bisschen Gegenwind. Wir haben extreme Bewertungen bei dem Unternehmen, die überhaupt nur mit KI im Verhältnis stehen. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man noch dabei sein möchte. Frage immer an dich. Kannst du die Schwankung ab? Willst du sie abkönnen? Oder sagst du lieber, okay, ich habe mit KI jetzt schon gerade eine ganze Menge Geld verdient. Und damit muss man auch ganz klar sagen, die Märkte können auch noch deutlich weiterlaufen. Denn wenn so eine Blase entsteht und dieser Hype da reinkommt, die Emotion und die Gier dazu kommt, dann kann sowas auch noch deutlich, deutlich weiterlaufen. Es wird aber natürlich auch die Fallhöhe einfach deutlich größer. Und da muss man sich als Investor darauf einstellen, kann ich diese Fallhöhe ab? Möchte ich sie gar nicht haben? Oder gehe ich eben in Teilen aus diesem Geld raus? Ich persönlich glaube, dass irgendwann der Tag X kommen wird, wo den Menschen bewusst wird, ähnlich wie beim Internet, dass man mit KI auf Dauer gutes Geld verdienen kann. Aber die Frage ist, wann fängt das wirklich an? Und man muss eben auch ganz klar sagen, dass die Bewertung in Teilen in schwindelerregenden Höhen ist. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man das Ganze ab kann. Ja, wofern hängt das ab? Das ist natürlich immer das gleiche Spiel. Es ist natürlich immer erstmal das Thema der Konjunktur. Wenn du meinen Podcast verfolgst, dann weißt du, dass ich über die Geschichte mit Amerika gesprochen habe, über die Schuldenidee, über den Schuldenschnitt oder ob das Land pleite geht. Ich habe seit Monaten klar kommuniziert. Es ist noch nicht endgültig durch, aber die Schuldenfrage ist gefühlt geklärt, auch wenn sie noch durch den Kongress muss. Aber im Moment ist noch ein bisschen die letzte Unsicherheit da. Aber es sind genau die Argumente gekommen, die ich vorher schon gesagt habe. Wenn Amerika pleite geht, der Dominoeffekt, der dahinter steht, der ist viel zu groß und vor allem uneinschätzbar, sodass man das Ganze pleite gehen lassen würde. Deswegen war ich mir sicher, dass es eine Lösung geben wird. Jetzt ist eine Lösung in Planung. Ich habe gesehen, dass der Biden zum Beispiel vorgeschlagen hat, lasst uns die Schuldengrenze bis 2025 aussetzen. Das wären dann satte 1,5 Jahre und dann schauen wir mal, wie das Ganze sozusagen weitergeht. Im Moment sind die Anleger ein bisschen unsicher mit diesem Thema, weil sie eben nicht ganz genau wissen, wie geht es weiter. Zwei weitere Themen, die in diesem Bereich natürlich sehr, sehr interessant sind, auf die möchte ich jetzt noch zurückkommen.
Punkt Nummer eins ist mit Sicherheit das Thema der Inflationsrate. Und hier können wir festhalten, im Mai ist die tatsächlich auf 6,1% gesunken. Wir kommen aus dem Hoch im Oktober 2022 von 10,6, jetzt zumindest schon mal 6,1. Die Rate ist jetzt seit einem Dreivierteljahr relativ rückläufig. Sie ist natürlich mit 6,1 immer noch deutlich zu hoch. Am Ende muss man sagen, es gibt zwei, drei Themen, was das ein bisschen nach unten geschoben hat. Natürlich auf der einen Seite ist natürlich die Energie deutlich günstiger geworden. Und das trägt natürlich bei der Inflation schon mal ein ganzes Stück dazu bei. Wir haben einen realen Verdienstrückgang gehabt, tatsächlich von rund 2,3% im ersten Quartal. Und da ist ein bisschen die Frage, was in diesem Spiel am Ende noch passieren wird. Denn eins muss man sagen, es gab Lohnwachstum, es gab auch gewisse Tarifabschlüsse. Allerdings kommt das Geld ja nicht wirklich bei den Menschen an, denn die Inflation zehrt das Ganze immer noch ein Stück weit auf. Ich persönlich glaube, und da stehe ich nicht alleine auf der Reihe, auch viele Volkswirte sagen, dass sie gehen nicht davon aus, dass es ein schnelles Ende der ganz hohen Inflation kommt. Ich habe gerade vorgestern interessante Zahlen gelesen, dass das tatsächlich noch vielleicht sogar ein Jahr, anderthalb Jahre so weitergehen kann. Dann reden wir sogar über Ende 2024. Und da wird natürlich auch sehr interessant sein, ob die EZB Feuer frei macht, mit Kanonen schießt, oder ob sie sich mit weiteren Zinsschritten eher in Geduld übt. Ich bin da mal sehr gespannt, was passiert. Denn wir sehen auf der anderen Seite auch, und das ist ein wichtiger Faktor, die Arbeitslosenquote ist jetzt auf 5,5% gesunken. Damit ist sie immer noch leicht höher als vor einem Jahr. Aber die Arbeitslosenzahlen nehmen wieder ab. In der Spitze waren wir bei fast 2,7 Millionen Anfang des Jahres. Jetzt sind es rund 2,54 Millionen. Und klar ist auch, mehr Arbeitslose heißt, die Konjunktur gibt wieder Gas. Und dementsprechend eine positive, gewinnbringende Konjunktur wird auch mehr auf die Inflation einzahlen und das Ganze sozusagen eher anfeuern. Last but not least setzt natürlich die ganze Welt und guckt die ganze Welt auf das Land China. Die China-Wirtschaft schwächelt aber immer noch. Man hat gehofft, dass nach dieser strikten Corona-Politik in China der Abschwung so ein bisschen gestoppt wird und dass dort eine Erholung der Wirtschaft anspringt und dass natürlich so ein bisschen China die ganze Welt mitzieht. Aber man muss Stand heute festhalten, China läuft doch etwas schleppender als gedacht. Die Aussichten trüben sich sogar noch ein bisschen ein. Und die wirtschaftliche Erholung ist eben deutlich langsamer, als man das wirklich geglaubt hat. Für mich gibt es einige Gründe für die Abkühlung, weil China ist letztendlich die zweitgrößte Volkswirtschaft. Aber die Frage ist, was dort in Summe letztendlich tatsächlich passiert. Ja, wenn wir uns nochmal das Thema der verschiedenen Aktien angucken, die vielleicht gerade aus unserer Sicht, aus der schulischen Idee ganz interessant sind, dann gibt es sicherlich den Bereich der Medizin. Da kommt mir spontan natürlich die Aktie von Amgen entgegengeflogen, habe ich schon eben kurz erwähnt, von 290 in der Spitze, im Tief jetzt auf eher 220, 215 gefallen, hat also rund 25% des Kurses oder des Wertes verloren. Und das ist sicherlich sehr interessant. Auch eine Aktie von Disney zum Beispiel, die ja sogar schon bei ungefähr $190 stand, steht aktuell nur noch bei der rund Hälfte, sogar etwas weniger mit rund $90. Auch da muss man sich mal die Frage stellen, welche Strategie hast du grundsätzlich? Aber auch bei Disney, man gucke sich das Geschäftsmodell mal an, das Thema Disney Plus, die Parks, das Merchandising, die Filme. Glaubst du, dass in Zukunft Menschen noch Mickey Mouse mögen oder auch andere Filme? Oder glaubst du das nicht? Und auch das wäre sicherlich ganz interessant. Ja, auch die Aktie von PayPal zum Beispiel ist eine, die durchaus interessant ist, die ja ein ganzes Stück runtergekommen ist von über $300 auf mittlerweile noch rund $263. Auch da ist die Frage, funktioniert das Geschäftsmodell? Klare Antwort ja. Gibt es eine Zukunft Richtung Zahlungsdienstleister? Glaube ich auch persönlich ja. Auch das könnte sicherlich ganz spannend sein. Ja, gelaufen wird immer, sage ich immer so gerne. Und was passt dazu? Das ist natürlich die Aktie von Nike. Wenn ich meine Indikatoren anschaue, Aktie von rund 130 auf 105 zurückgekommen. Auch das sicherlich spannend. Meine Indikatoren gehen jetzt langsam knapp durch, ist jetzt in einem ganz bekannten Bereich bei 105. Aber auch hier die Frage für dich als Hörer, um den Gedanken des Investierens zu verstehen. Glaubst du, wir laufen morgen noch? Glaubst du, wir joggen morgen noch? Glaubst du, wir werden morgen noch Sport machen? Glaubst du, wir kaufen morgen noch Turnschuhe? Und ich glaube, du wirst bei allen Sachen sagen, jo, das werden wir. Und dann könnte die Aktie von Nike auch auf jeden Fall spannend bleiben.
Kommen wir nochmal kurz zum Medizinsektor zurück. Da können wir sicherlich über die Aktie von Medtronic reden. Medtronic, einer der führenden Herzschrittmacher der Welt. Aktienkurs in der Spitze bei 135, aktuell bei 82. Rein von den Zahlen, Daten, Fakten passt alles. Von den Umsätzen, Gewinnen auch. Schütten eine schöne Dividende aus. Auch hier sagen meine Indikatoren langsam, es könnte interessant werden. Also bestimmt eine Aktie, die man sich noch angucken darf. Last but not least, vielleicht auch noch kurz erwähnt, das wäre die Aktie von Pfizer. Auch das ein Medizinkonzern, einer der größten der Welt. Natürlich auch im Bereich der Impfung unterwegs, aber auch in ganz, ganz, ganz vielen anderen Themen. Auch das eine Aktie, die eher von 55 runtergekommen ist auf mittlerweile 40, hat auch also rund 30% im Markt verloren. Und auch das ist sehr, sehr spannend aus schulischer Sicht, sich mal anzugucken. Ja, passen wir das Fazit mal an. Was kann passieren an den Märkten? Also ich sehe eine große Diskrepanz zwischen dem Thema Technologie. Hier nochmal kurz erwähnt, die ganz großen, aber auch die kleinen und mittleren Unternehmen. Denn die kleinen und mittleren Unternehmen, die sind noch nicht so deutlich gestiegen. Ich könnte mir für die nächsten Monate vorstellen, dass die großen Tech-Werte ein Stück weit zurückkommen, dass eine gewisse Umschichtung passiert, auch in die kleineren Werte, damit der Markt von allem gehoben wird. Persönlich, wenn ich den Gesamtmarkt anschaue, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Märkte ein kleines Stück zurückkommen, denn gerade die Nasdaq ist extrem gerannt und da sehe ich eher beim Dow oder beim S&P 500 Einstiegssignale, aber die Nasdaq könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie ein Stück weit zurückkommt. Ja, soweit der Ausblick. Sende dir beste Grüße. Bleib gesund. Ich freue mich immer, dass du meinen Podcast hörst und sag vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass du wieder ein paar Ideen mitgenommen hast, meinen Rundumblick mal so ein bisschen genossen und ich hoffe, dass du daraus richtig gute Entscheidungen für deine Investments triffst. In diesem Sinne, beste Grüße, bleib gesund, bis ganz bald und ciao.